Informationsmaterial rund um die Gefahren des Cybermobbing ergänzen die aktualisierte Version des sogenannten Anti-Mobbing-Covers. 2010 starteten das Bildungsministerium und die Techniker Krankenkasse die Initiative Mobbingfreie Schule – Gemeinsam Klasse sein. Für 5. bis 7. Klassen können damit vor allem Projektwochen zum Thema Mobbing gestaltet werden. Enthalten sind mit der Ergänzung neben einer DVD mit Filmbeispiel nun auch konkrete Übungen, welche Folgen Beleidigungen und Belästigungen im Internet haben können. Es geht darum, für die Grenze zwischen respektvollem und respektlosem Umgang zu sensibilisieren. Die Inhalte richten sich dabei aber nicht nur an Schüler. Naja, das Ganze ist ja ein großes Paket. Es geht um Unterrichtsmaterialien, es geht um Elterninformationen, es geht aber auch um Lehrerweiterbildung, um alle Lehrer, die man damit erreichen kann, eben auch für das Thema zu sensibilisieren. Und ich denke, das braucht jetzt überhaupt erstmal eine Zeit, um zu wirken. Insofern, glaube ich, sollte man diese Maßnahmen erstmal ein paar Jahre gut auf den Weg bringen. Und dann haben wir schon ein ordentliches Stück zurückgelegt. Schon in der Grundschule nutzen viele Kinder Chatprogramme auf ihren Handys. 88% der Kinder und Jugendlichen nutzen später auch soziale Netzwerke. Diese Verbreitung und damit die Gefahren für die psychische Gesundheit, die aus Cybermobbing erwachsen, waren 2010 laut den Initiatoren noch nicht absehbar.